Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz zum Spiel HBW Balingen-Weißstetten, MT Melsungen. Endstand 36-23, Halbzeit 16-12. Zur Pressekonferenz begrüße ich von den Gästen Trainer Heiko Grimm und Geschäftsführer Axel Gierken, unseren Trainer Jens Bürkle und unseren Geschäftsführer Wolfgang Strobel. Euch beiden herzlichen Glückwunsch zum Spiel. Für mich heute ein unfassbarer Tag. Aber passt heute zum 100. Bundesliga-Sieg, zum 100. Erstligasieg. Passt euch wahrscheinlich nicht so. Heiko, dein Fazit zum Spiel. Okay, das war's. Ja, ja, guten Abend und Glückwunsch an HBW zum Sieg. Was soll ich da sagen? Ich bin ein offener und ehrlicher Mensch. Das war eine beschämende Leistung von uns. Unerklärlich. Wir haben heute zwei Mannschaften gesehen, die Handball gespielt haben. Die eine mit Wille, Leidenschaft und die andere hat das über sich ergehen lassen. Und wenn man so eine Mentalität an den Tag legt, hat man natürlich in der Handball-Bundesliga keine Chance. Wir wussten natürlich, dass wir hier in Balingen eben Zweikämpfe führen müssen und dass man Mentalität haben muss, dass wir dagegen halten müssen. Das haben wir in der Kabine noch angesprochen. Dabei rauskommen tut leider nichts, und zwar von A bis Z kein Spieler. Kai Häfner habe ich ein bisschen engagiert gesehen, aber ansonsten kein Spieler, der annähernd seine überhaupt eine Leistung abruft. Deswegen Gratulation natürlich zum überaus verdienten Sieg. Vielen Dank. Jens, dann darf ich auch dich um deine Spielzusammenfassung bitten. Also ich persönlich bin der Meinung, es ist eines der besten Spiele, die ich je gesehen habe. So weit möchte ich nicht gehen. Heute ist ein verrückter Tag. Erstmal danke für die Glückwünsche. Ganz verrückter Tag. Ganz viele Dinge sehr, sehr gut gemacht heute. Und haben vor allem aus dem gelernt, was wir letzte Woche gemacht haben, dass wir den Ball haben einfach mal laufen lassen. Und nicht uns in Einzelaktionen verzettelt haben, sondern einfach mit der sehr, sehr hohen Geduld gespielt haben. Mit der sehr guten Passqualität, kaum technische Fehler gemacht. Und wir wussten, dass es dann für Melsungen schon auch schwer wird, gegen diese Heimserie von uns, mit diesem Selbstvertrauen, mit dieser Drucksituation, die Melsungen ja auch offensichtlich hat, entsprechend Handball zu spielen. Und wir wussten schon, je länger es geht, wenn eine gewisse Nähe zu Melsungen besteht, was das Ergebnis angeht, dann wird es schon gut werden für uns, dass wir dann so einen Tag erleben durften. Vielen Dank an die Mannschaft, war eine tolle Leistung. Jens, vielen Dank. Axel, dann darf ich auch dich noch und ein paar Worte zum Spiel bitten. Wir haben uns vor dem Spiel kurz drüber unterhalten und genau das ist passiert, was wir besprochen hatten. Ja, in gewisser Weise schon, und so wie das jetzt heute gelaufen ist, da muss man bestimmt mal kurz drüber nachdenken. Das war eine Nullleistung, überhaupt keine Leistung, ohne Einstellung und Leidenschaft, und dann verliert man natürlich in Balingen so, aber nicht nur dort, sondern jedes Spiel, wenn man sich so präsentiert. Und da muss man einfach gut, aber möglichst schnell drüber nachdenken, wo die Gründe dafür liegen, und das dann schnellstmöglich verändern. Danke. Axel, vielen Dank. Wolfgang, nicht nur unfassbare Leistung der Mannschaft, auch unfassbare Stimmung in der Halle, oder? Ja, schönen guten Abend. Ja, ich glaube, zunächst danke für die Glückwünsche, und man kann, glaube ich, wirklich sagen, dass auch Glückwünsche an die Mannschaft und ans Trainerteam. Und man sieht, glaube ich, wie verrückt diese Liga tatsächlich ist. Ich glaube, am Mittwochabend auf der Rückfahrt von Hannover hat niemand damit gerechnet, dass das heute so einen Verlauf nimmt. Und das zeigt, wie verrückt die Liga ist. Wir haben heute wirklich einen sehr, sehr guten Tag erwischt und dafür auch belohnt. Und ich glaube, wir haben ein großes Kompliment im Namen der ganzen Mannschaft, was heute in der Halle relativ früh dann schon los war, auch wie die Stimmung da übergeschwappt ist. Das war schon richtig, richtig gut, und das hat die Mannschaft mit Sicherheit wirklich stark beflügelt, auch nie nachzulassen. Und das war das Entscheidende heute, dass wir nicht nachgelassen haben, auch wenn wir vielleicht mal einen kurzen Rückschlag hatten und dadurch die beiden Punkte, über die wir uns natürlich sehr freuen, eingefahren haben. Wolfgang, vielen Dank. Soweit die beiden Geschäftsführer und die beiden Trainer. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Dem scheint nicht so zu sein, denn die restlichen Ergebnisse noch.
Bischof Göppingen, Füchse Berlin 25-28, Bergischer HC, Wetzlar 33-30, Lemgo-Lippe gegen Herrhoff-Burgdorf 26-36 und Stuttgart-Minden 24-24 unentschieden. Euch wünsche ich gute Heimfahrt. Wir sehen uns nach dem nächsten Heimspiel wieder. Vielen Dank für Ihr Kommen. Danke.